Herzlich willkommen zur Einheit Vertretungsmacht. Wie Sie wissen, ist die Vertretungsmacht oder Vertretungsbefugnis nur eine von drei Voraussetzungen für die wirksame Stellvertretung. Wir brauchen insgesamt drei Voraussetzungen. Neben der Vertretungsmacht noch die Offenlegung und die zumindest beschränkte Geschäftsfähigkeit des Stellvertreters. Aber die Vertretungsmacht ist traditionell, wenn man sich Prüfungsarbeiten ansieht, die Voraussetzung, die am schwierigsten ist, die meisten Probleme bereitet. Warum ist das so? Nun, die Vertretungsmacht ist deswegen schwierig festzustellen und festzuhalten und zu prüfen im Rahmen einer Prüfungssituation, weil es hier um eine Interessenabwägung zwischen ganz konfligierenden Gesichtspunkten geht. Auf der einen Seite gibt es den Geschäftsherrn, der nicht gebunden sein möchte, wenn ein Vertrag abgeschlossen wird, der seinen Interessen nicht entspricht. Und auf der anderen Seite gibt es aber einen Dritten, einen Vertragspartner, der eben darauf vertraut, dass dieser Vertrag in dieser Form auch zustande kommen kann. Und zwischen diesen beiden Interessensgegensätzen muss diese Vertretungsmacht irgendwo einen Ausgleich finden. Und das ist relativ schwierig. Eine erste Näherung haben wir eigentlich schon dadurch gefunden, dass wir gesagt haben, wir müssen das Innen- vom Außenverhältnis strikt trennen. Dazu darf ich noch einmal an § 74 Aktiengesetz erinnern, der also zugleich festhält, dass der Vorstand der AG die Aktiengesellschaft vertritt und aber auch sagt, dass der Vorstand Beschränkungen im Innenverhältnis einzuhalten hat. Das heißt, es kann also durchaus sein, dass ein pflichtwidriges Geschäft zustande kommt, das im Außenverhältnis wirksam ist. Das gilt nicht nur bei der Stellvertretung von juristischen Personen durch ihre Organe, sondern das gilt auch bei der gesetzlichen oder der rechtsgeschäftlichen Vertretungsbefugnis. Das ist aber natürlich nur ein erster allgemeiner Ausgangsbefund, dass wir das Innen- vom Außenverhältnis trennen müssen. Die interessante Frage ist ja gerade, wie ist das Außenverhältnis ausgestaltet und warum und in welcher Form unterscheidet es sich vom Innenverhältnis? Beginnen wir vielleicht mit der gesetzlichen Stellvertretung und arbeiten uns dann zu den beiden anderen Typen von Vertretungsbefugnis vor. Eltern vertreten ihre Kinder aufgrund des Gesetzes. Hier haben wir mit der Vertretungsmacht bei unehelichen Kindern überhaupt keine Probleme. Uneheliche Kinder werden durch ihre Mutter, also die Frau, die das Kind geboren hat, vertreten. Und das scheint aus zwei Gründen auch sachgerecht. Erstens, weil das Kind nur rechts-, aber nicht geschäftsfähig ist. Das heißt, es gibt jemanden, der diese Lücke schließt, rechtsfähig, aber nicht die Möglichkeit habend, diese Rechte und Pflichten durch eigenes Verhalten zu begründen. Das ist also die Mutter. Und diese Mutter kann natürlich dann alles für das Kind tun, hat also umfassende Vertretungsbefugnis, weil wer sollte es denn sonst sein? Ein bisschen schwieriger ist die Situation bei ehelichen Kindern, wo also nicht nur die Mutter, sondern auch der Vater da ist, weil dann beide vertretungsbefugt sind und sich natürlich die Frage stellt, was passiert, wenn beide zum Beispiel uneinig sind? Brauche ich die Zustimmung beider? Reicht es aus, wenn nur einer, also nur die Mutter oder nur der Vater handelt? Wie sieht das überhaupt aus, wenn zunächst ein Geschäft abgeschlossen wird durch die Mutter? Kann dann der Vater überhaupt etwas daran ändern? Das sind Situationen, die einfach daraus entstehen, dass hier mehrere Personen vertretungsbefugt sind. Das Gesetz hat hier aber eine relativ einfache Regelung geschaffen. Im Prinzip gilt sogenannte Einzelvertretungsbefugnis. Das heißt also, dass Vater und Mutter jeweils vertretungsbefugt sind, ohne dass es des Zusammenwirkens mit dem anderen Ehegatten bedürfte. Das kann natürlich nicht in allen Fällen gelten. In manchen Fällen, bei Geschäften, die vielleicht besonders wichtig sind, braucht es sehr wohl der Zustimmung beider Teile. Das ordnet das Gesetz explizit an und enthält dort einen Katalog von Geschäften, wo es also der Zustimmung beider darf, wenn es zum Beispiel um die Änderung des Vor- und des Familiennamens geht. Es kann nicht sein, dass das Kind am Montag Markus heißt und am Dienstag Michael und am Mittwoch wieder Markus, weil also die Mutter und der Vater sich nicht einig sind, sondern da müssen sie sich schon einig werden. Das Gleiche gilt zum Beispiel für die Änderung der Religionszugehörigkeit oder ähnlich wichtige Geschäfte. Und dann gibt es sogar Geschäfte,
Das Gesetz spricht von Rechtsgeschäften außerhalb des ordentlichen Wirtschaftsbetriebes, wo es nicht ausreicht, dass die beiden Eltern zusammenwirken, sondern es bedarf sogar der Zustimmung des Pflegschaftsgerichts oder, wie das Gesetz sagt, der pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung. Das sind Angelegenheiten, die also von besonderer Bedeutung für das Kind sind. Beispiele aus der Rechtsprechung gibt es viele. Es gab etwa einen Fall, wo also ein Ausbildungsvertrag, der besonders wichtig für das Kind sollte Profisportler werden, abgeschlossen wurde, dann muss das Pflegschaftsgericht einfach genehmigen. Da reicht es nicht aus, dass die beiden Eltern diesen Vertrag abschließen. Das also zur gesetzlichen Vertretung. Wir dürfen nicht vergessen, es bedarf aber der Offenlegung und es bedarf also damit des Handelns im fremden Namen. Und um ein Missverständnis gar nicht erst aufkommen zu lassen, das manchmal besteht, wenn die Eltern im Namen des Kindes handeln, ist das Kind gebunden aus dem Vertrag. Also wenn die Eltern zum Beispiel einen Liegenschaftskaufvertrag im Namen des Kindes abschließen, dann ist das Kind aus diesem Vertrag gebunden und kann damit vor Gericht auch klagen und beklagt werden, kann natürlich auch vor Gericht nicht selbst auftreten, sondern bedarf dort wieder eines Vertreters. Aber Subjekt der Klage wäre aktiv und passiv dann das Kind. Das war die gesetzliche Vertretung. Die organschaftliche Vertretung hat einen ähnlichen Hintergrund wie die gesetzliche, weil die juristische Person, Sie erinnern sich, rechtsfähig ist, aber es natürlich einer natürlichen Person bedarf, die diese Rechte und Pflichten für die juristische Person begründen kann. Und hier hat der Gesetzgeber also besonders wichtige Personen, sogenannte Organe, in den jeweiligen Sondergesetzen festgeschrieben, und diese Organe haben grundsätzlich eine sogenannte Formalvertretungsbefugnis. Ich erinnere Sie jetzt wieder an das Aktiengesetz. Das heißt also, dass diese Organe der juristischen Person an sich alles können, was man für eine juristische Person können kann. Das heißt also, der Vorstand kann einen Kredit vergeben, der Vorstand kann eine Liegenschaft verkaufen im Namen der juristischen Person und ist also umfassend vertretungsbefugt, formal vertretungsbefugt. Jegliche Einschränkungen und Adaptierungen und Änderungen sind unzulässig. Das heißt also, dass es eine Person gibt, die für die juristische Person grundsätzlich alles kann. Jetzt ist es aber natürlich so, dass es oft nicht nur einen Vorstand einer AG, einen Geschäftsführer einer GmbH, einen Obmann eines Vereins gibt, sondern mehrere. Also mehrere Vorstände zum Beispiel. Hier stellt sich ein ähnliches Problem, das sich vorhin bei ehelichen Kindern gestellt hat. Wer ist jetzt vertretungsbefugt? Kann jeder Vorstand alleine oder müssen sie gemeinsam handeln? Und da sagt das Gesetz in aller Regel, dass es des Zusammenwirkens aller bedarf. Man spricht von Gesamtvertretung. Das Rechtsgeschäft kommt sonst nicht wirksam zustande, mangels Vertretungsbefugnis. Aber hier kann die Satzung anderes vorsehen und also Einzelvertretung anordnen. Das ist für den Dritten nämlich überhaupt nicht riskant, weil er dann sogar mit einem einzelnen Vorstand, mit einem einzelnen Geschäftsführer den Vertrag abschließen kann. Aber ganz wichtig ist zu sehen, dass diese Vertretungsmacht sonst nicht beschränkbar ist und also in keiner Weise irgendwo eingeschränkt werden kann. Eine ähnliche Form der Vertretungsbefugnis haben wir im Unternehmensgesetzbuch, die bezeichnen wir als Prokura, jemand, der also im Firmenbuch als Prokurist eingetragen wird oder der als Prokurist bestellt wird und dann im Firmenbuch auch als solcher eingetragen werden muss, der ist also umfassend vertretungsbefugt. Das heißt also, er kann Rechtsgeschäfte abschließen, ohne dass es eine Einschränkung geben kann. Das heißt also, wenn der Dritte mit einem Vorstand, wenn der Dritte mit einem Prokuristen, wenn der Dritte mit einem Geschäftsführer kontriert, dann kann er sich sicher sein, dass eine Vertretungsmacht besteht. Und wir bezeichnen diese Formalvertretungsbefugnis also als Formalvertretung, weil es keine Einschränkungen geben kann. Und wir bezeichnen also dieses System als System des Verkehrsschutzes, weil der Dritte sich darauf verlassen kann, dass der Vertrag zustande kommt. Das ist auch sinnvoll, weil, wie gesagt, im Wirtschaftsleben also klar und gesichert sein muss, dass man diese Verträge also abschließt, ohne dass man da große interne Recherchen vornehmen müsste. Etwas anders sieht es aus bei der rechtsgeschäftlichen Vertretungsbefugnis, die also nicht aufgrund einer Organstellung oder auch nicht aufgrund
des Gesetzes besteht, sondern die rechtsgeschäftliche Stellvertretung, die basiert auf einer einseitigen Willenserklärung des Vertretenen und bezeichnet diese einseitige Willenserklärung als Bevollmächtigung. Wenn Sie im ABGB schauen, dann finden Sie die Diktion des sogenannten Bevollmächtigungsvertrages. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass das ABGB 200 Jahre alt ist und diese Trennung von Innen- und Außenverhältnis, die wir vorhin angesprochen haben, in der Form noch nicht so wirklich kannte. Das heißt, das ABGB vermischt Auftrag und Vollmacht in den Paragraphen 1002 fortfolgende und ist insofern tatsächlich mit Vorsicht zu genießen. Wenn Sie bei einer Prüfung antreten und einmal frei von der Leber vom Bevollmächtigungsvertrag sprechen, dann werden Sie wahrscheinlich schief angeschaut werden. Warum? Weil der Vertrag, wenn er überhaupt besteht, zwischen dem Geschäftsherrn und dem Vertretenen das eine ist, das dürfe im Innenverhältnis, die Pflichtenlage im Innenverhältnis und die Bevollmächtigung, also die Vollmacht, das können im Außenverhältnis. Und Lehre und Rechtsprechung haben in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten also tatsächlich das ABGB eher so interpretiert, wie wir es mittlerweile verstehen wollen, weil wir Innen- und Außenverhältnis voneinander trennen. Zum Beispiel, und das ist der Kern dieser rechtsgeschäftlichen Vertretungsbefugnis, müssen wir unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Typen von Bevollmächtigung. Eine Innenbevollmächtigung und eine Außenbevollmächtigung. Das ist eigentlich auch nicht eine ideale Begrifflichkeit, weil eine Vollmacht ja immer im Außenverhältnis wirken soll. Es geht eigentlich eher um eine interne Vergabe von Vollmacht oder um eine externe Bevollmächtigung. Das ist eine Bevollmächtigung, die dem Dritten kundgetan wird. Zum Beispiel durch eine Urkunde. Der Anwalt stellt seiner Sekretärin eine Urkunde aus, dass sie bevollmächtigt ist, Büromaterial zu erwerben, beispielsweise. Das ist eine Außenbevollmächtigung, weil sie ja zur Vorlage in den Dritten gedacht ist. Oder wenn Sie Ihren Bekannten, Ihren Eltern zum Beispiel eine Vollmacht für einen Behördengang ausstellen, dann ist das eine Außenbevollmächtigung, weil sie ja zur Vorlage bei der Behörde dient. Und die Konsequenzen einer internen und einer externen Bevollmächtigung sind also strikt voneinander zu unterscheiden. Bei einer internen Bevollmächtigung gilt das Prinzip, der Dritte kann sich auf Aussagen des Vertreters verlassen. Er ist aber auch verlassen, wenn diese Aussagen nicht der Wirklichkeit entsprechen. Das heißt, wenn der Vertreter vorgibt, Vollmacht zu haben und tatsächlich keine Vollmacht besteht, dann ist das nicht das Risiko des Geschäftsherrn, sondern das ist das Risiko des Dritten. Und ich glaube, das ist auch unmittelbar einleuchtend, wenn Sie sich vorstellen, dass es überhaupt keine Verbindung zwischen dem Geschäftsherrn und dem Vertreter gibt. Stellen Sie sich beispielsweise vor, ich laufe durch die Welt und vertrete Sie rechtsgeschäftlich beim Kauf eines Autos, ohne dass Sie mir jemals Vollmacht erteilt haben. Wie soll das funktionieren? Dass der Dritte darauf vertraut, dass ich Vollmacht habe, weil ich also überzeugend vielleicht auftrete und überzeugend den Eindruck vermittelt, Vollmacht zu haben, das ist schön, führt aber nur dazu, dass ich nach § 1019 hafte, falls aus Prokuratorhaftung, weil Sie ja gerade mir Vertrauen geschenkt haben und dieses Vertrauen enttäuscht wurde. Anders sieht es bei einer Außenbevollmächtigung aus. Wenn ich eine Urkunde ausstelle, dass meine Sekretärin die Befugnis hat, Büromaterial für mich zu kaufen und ich ihr intern zum Beispiel alle möglichen Pflichten auferlege und sage, aber über 1000 Euro dürfen keine Laptops gekauft werden und überhaupt für größere Verträge bedarf es dann noch einmal der Rücksprache und so weiter. Und all das ergibt sich aber nicht aus der Urkunde, dann ist das mein Risiko, weil ich einen Vertrauenstatbestand geschaffen habe, dadurch, dass ich diese Vollmachtsurkunde ausgestellt habe. Bei einer externen Bevollmächtigung ist also nur die Erklärung nach außen, ganz im Sinn der Vertrauenstheorie, auszulegen. Und wenn wir uns diesen Gedanken vor Augen führen, dann sehen wir auch, dass die vertrauenstheoretischen Überlegungen dazu führen, dass wir gar nicht einmal eine Willenserklärung, die von einem echten Willen getragen ist, brauchen, sondern nur einen zurechenbaren Vertrauenstatbestand nach außen. Und das ist das Prinzip, das wir als Anscheinsvollmacht bezeichnen. Sobald der Vertretene aufgrund seines Verhaltens nach außen kundtut, egal ob er möchte oder nicht, nach objektiven Gesichtspunkten kundtut, dass er Vollmacht erteilt hat,
dann ist er daran auch gebunden. Das heißt, bei einer Anscheinsvollmacht brauchen wir ein Verhalten des Vertretenen, einen sogenannten Rechtsschein brauchen wir auch noch, dass also ein Geschäft abgeschlossen wird, das sich mit diesem Verhalten deckt, und Redlichkeit, Gutgläubigkeit des Dritten, der also darauf vertrauen darf, dass dieser Vertrag auch wirklich von der Vertretungsmacht des Stellvertreters gedeckt ist. Das ABGB enthält mehrere Hinweise für eine solche Anscheinsvollmacht. 1026. Ich gebe eine Vollmachtsurkunde und entziehe später die Vollmacht, vergesse aber die Urkunde zurückzunehmen. Die Vertretungsmacht würde an sich erlöschen, aber weil der Dritte darauf vertraut, besteht sie weiterhin. Die Verwaltervollmacht nach § 1029 ABGB zum Beispiel. Wenn ich jemanden eine Verwaltung anvertraue, dann darf der auch all die Geschäfte abschließen, die damit üblicherweise verbunden sind. Wenn ich einen Hausverwalter für meine Liegenschaft anstelle, dann darf der also auch Gebäudereinigungsverträge abschließen. Wenn ich ihm intern verboten habe, auch vielleicht mit der Intention, dass dieses Verbot Dritten gegenüber wirkt, solche Verträge abzuschließen, ist das schön. Aber das ist meine eigene Verantwortung. Wenn ich nach außen kundtue, ich habe hier einen Verwalter bestellt, dann kann der eben grundsätzlich all das, was er tun kann aufgrund dieser Position. Und wenn ich das nicht möchte, dann muss ich diesen Rechtsschein nach außen zerstören. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie betreiben ein Uhrengeschäft und stellen dort Verkäufer an, dann können die also Verträge in Ihrem Namen abschließen. Wenn Sie das nicht wollen, dann können Sie ja ein Schild anschlagen mit dem Hinweis, dass ein solcher Vertrag eben nur von Ihnen, nur vom Geschäftsinhaber abgeschlossen werden soll. Das heißt also zusammengefasst, die Vertretungsmacht gründet sich auf Gesetz, Eltern für ihre Kinder, Sachwalter für den Schutzbefohlenen, auf Organstellung, das Organ der juristischen Person vertritt die juristische Person, oder auf Rechtsgeschäft, also auf eine Vollmachtserteilung, wobei hier auch die Anscheinsvollmacht zu berücksichtigen ist, wo wir so gar keine wirkliche Willenserklärung des Vertretenen brauchen. Wenn diese Voraussetzung gegeben ist, ist also eine von drei Voraussetzungen für die wirksame Stellvertretung zu bejahen, und die beiden anderen, die Offenlegung und die beschränkte Geschäftsfähigkeit, die zumindest beschränkte Geschäftsfähigkeit, sind bekannt. Sind alle drei Voraussetzungen gegeben, kommt der Vertrag im Außenverhältnis zustande. Entspricht das Können im Außenverhältnis nicht dem Dürfen im Innenverhältnis, gibt es Schadensersatzansprüche des Geschäftsherrn gegen den Stellvertreter.